Let's go electric. Die Wave macht jedes Jahr eine andere Route. Dieses Jahr gehen wir von Norddeutschland her, fahren übers Ruhrgebiet, Sauerland, runter Richtung Mannheim und dann übers Elsass, runter wieder in die Schweiz. Bei der Wave ist es so, dass das Fahren eigentlich eine untergeordnete Rolle spielt. Klar ist es wichtig, dass man von A nach B kommt, aber wichtig sind die Events, dass wir die Bürgermeister treffen, dass wir die Bevölkerung treffen. Und nebenbei gibt es aber auch ein kulturelles Programm. Wir machen Musik in diesen Städten, wir gehen Unternehmen anschauen in diesen Städten, wir gehen die Städte selber anschauen. Ein bisschen touristisches Begleitprogramm ist natürlich auch ganz wichtig. Es geht hier nicht darum, dass wir nur eine Mission sind und nur ein Rennen machen. Nein, wir sollen auch Spaß haben. Was mir auch vorschwebt, ist, wir werden die Etappen kürzen, zwischen 150 und 250 Kilometer am Tag werden wir fahren und wir werden auch die Trophy noch machen nebenbei, das ist der Wettbewerb, wo jeden Tag eine Aufgabe gestellt wird, auch die wird neu, es geht nicht mehr darum, das beste Auto herauszufinden, so haben wir bisher immer gemacht, jetzt geht es darum, die Teams sollen gekürt werden, wer hat den besten Spirit, wer hat das Auto am schönsten dekoriert, wer fährt am schnellsten mit seinem Auto rückwärts im Slalom. Wer macht die beste Schnitzeljagd, wer sammelt am meisten Punkte beim Quiz? Das sollte Spaß machen. Und am Schluss wollen wir einen Gewinner küren, der im Bereich Elektromobilität für seinen Einsatz für die Elektromobilität am meisten macht. Das ist dann der Wave Champion. Absolut geil, einfach nur geil. Es wird genauso bleiben wie bisher, Riesenspaß an der Wave, viele Teilnehmer aus der ganzen Welt und wir werden uns vernetzen, freundlich sein miteinander, Freundschaften machen, das ist uns ganz, ganz wichtig. Das bleibt weiterhin der Wave-Spirit, den werden wir hochhalten und deshalb kommen ja die Leute wieder und ich bin sicher, es wird wieder ein Riesenfest, eine Riesenparty